Genau. Da, boah, das habe ich, glaube ich, erst gefühlt in Folge 120 bei mir damals entdeckt gehabt. Scheiße, hier sieht es anders aus, glaube ich. Hier gibt es irgendwo so einen gigantomanischen Raum. Ist das? Ja. Da steht er. Na gut. Also wenn man schon einmal das Ding durchsucht hat beim ersten Run und sich dann erinnert, ach fuck, da war ja was, was man nicht verstanden hat, weil es hier einfach so komisch leuchtet, dann findet man das. Aber ansonsten würde man das doch nicht finden. Die Glühwürmchen? Stimmt, stimmt. Glühwürmchen gibt es ja auch. Stimmt. Reden wir mit ihm. Er stand jetzt aber erst hier und hier ist eine Kiste jetzt. Du kommst zu spät. Ich war zuerst hier. Ich habe gewonnen. Ich glaube, wir müssen uns prügeln, ne? Oh, nee. Halt die Klappe. Es ist aussichtslos. Du hast verloren. Finde dich damit ab. Nur mir ist das bestimmt, Magier zu werden. Wenn ich jetzt sage, du hast gewonnen, ist es gescheitert, oder wie? Ich habe davor gespeichert. Oder ich sage, nö, meine Kiste. Kann ich so tun, als wäre ich nett und nehme dann von hinten den Dolch in den Rücken rammen? Ich will es ausprobieren. Du hast gewonnen. Nein, du täuschst mich nicht. Du willst mich aus dem Weg räumen. Das werde ich verhindern. Man kann es ja mal probieren, ne? Echt jetzt? Ich hab, kann damit doch nicht blocken. Wie block ich denn damit? Oh. Zwei Hand, ne? Jetzt kämpfen wir beide mit einem Krautstampfer. Mit einem Krautstampfer. Und man stirbt komplett. Dann kann ich ihn doch eigentlich auch anfackeln, oder? Theoretisch. Der Quicksave war das, oder? Ja. Ich speichere mal nochmal richtig. Falls ja gleich was kaputt geht. So, ein bisschen Heilung wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Das hätte ich machen sollen, bevor ich gespeichert habe. Ein bisschen Wanzenfleisch hinterher. So. Was hätte ich denn, wenn ich ihn ankokeln wollen würde? Was ich natürlich nicht machen würde. Ich habe einen Feuerball. Ein Feuerpfeil. Nur für den Fall der Fälle. Nur für den Fall der Fälle, dass wir das gleich brauchen. Probier es natürlich nochmal mit dem Krautstampfer aus. Wenn ich nicht einen richtigen Stab bekomme, das ist doch doof aus. Okay, aber also man kann auch nicht verarschen. Also, obwohl, auch wenn ich nicht verarschen würde, denkt er, wir würden ihn verarschen Du kommst wollen. eh. Das war zu schnell. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Was hat denn der für einen Schlag, ne? Weiß nicht. Oh Gott. Gottchen. Rohes Fleisch, Brot. Die Schafswurst hat er noch. Kann ich jetzt jemand anderem geben? Alter Schlüssel. Gold. Hake. Das heißt, jeder bekommt den alten Schlüssel. Und es gibt nicht nur einen. Wie viele Schlüssel hat er denn dafür? Runenstein. Dafür, die Dinger kann man doch kaufen, oder? Nee, ich glaube, Runenfragment, was man immer findet. Aber Runenstein, da können wir. Mal. Die Rune des Feuers.
Wenn ich alle Rohstoffe beisammen habe. Brauchen wir ja dann. Okay, das heißt, die eine kann man nur machen, wenn man das andere hat. Wir haben jetzt alle drei hier noch drin, aber theoretisch ist das jetzt nicht durch. Dafür kann ich nichts. Jetzt ist der Platz im Kräutergarten frei für Babu. Easy. Ja, warum nicht? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Kommt es mir zumindest vor. Ich habe mich damals immer gewundert, warum hier Glühwürmchen sind, ne? So viele. Heilen und dann durchrennen. Habe ich nicht so einen Trank, dass wir rennen könnten? Also ein Geschwindigkeitstrank, dass wir schneller zum Kloster kommen. Ich würde aber ab hier speichern, weil ich schon wieder was übersehen habe oder so. Und nochmal zurückkommen muss. Nö, ich hab keinen. Nicht mal das gute Zeug, ne? Nicht mal das gute Zeug habe ich. Gar nichts. Gar nichts. Ich muss laufen. Ich muss alles laufen. Theoretisch sind wir doch jetzt am Ende. Ich latsche zurück. Ich schaue, ob ich alles abgeben kann. Wäre natürlich cooler gewesen, wenn ich jetzt hätte durchrennen können. Ich laufe alles. Da oben, das Ding haben wir auch noch offen, ne? Ja. Warum Sachen erlegen? Wir laufen ja durch, da liegt eine Steintafel. Ich muss ja irgendwann eh nochmal her zurück. Aber nicht heute. Nicht heute. Nein, geh weg. Bin fort mit dir. Ja, wartet. Ach, ich sterbe jetzt schon wieder, ne? Aber auch schwierig, wie soll ich denn, wenn ich von mehreren angegriffen werde und mit zwei Hand kann man einfach nicht gut ausweichen. Also im Vergleich, eine Hand kannst du ausweichen. Wie soll man dann die ganzen... Ich weiß nicht. Ich hoffe, wir können irgendwann wirklich Magier werden. Ich hoffe. Mal sehen. Schon wieder irgendwas. Rennen wir, du. Wartet mal. Müsst du uns jetzt nicht... Der ist doch hier noch auf dem Weg irgendwo. Was wäre passiert, wenn ich ihn nicht weggeschickt hätte? Dann hätte ich gegen beide kämpfen müssen. Hier, Ulf. Wir können uns also aber noch immer auf dem Weg begegnen. Und wenn er mir gefolgt wäre, hätte er dann... den Typen angegriffen. Ich vergesse ja anscheinend den Namen, ne? Agor. So. Argon. Argon. Ich weiß nicht. Oh Gott, deshalb ich habe gespeichert. Ich speichere hier nochmal. Einfach sicherheitshalber, weil... Greift er mich jetzt an? Da, er hat sich schon umgedreht, ne? So sieht man sich wieder. Weißt du, ich habe nachgedacht. Ich glaube, der Wunsch, Magier zu sein, ist stark in mir. Oh Mann, tu das nicht. Ich habe keine Wahl. Das Leben als Novize ist nichts für mich. Ich muss einfach Magier werden. Dann wird alles gut für mich. Und jetzt werde ich mir das nehmen, was mir zusteht. Hast du noch was zu sagen, bevor es zu Ende geht? Was wollt ihr alle von mir? Was zu rauchen? Hast du was zu rauchen? Du hast Glück. Ich habe tatsächlich was dabei. Ich habe echt einen Stängel. Bitte, was? What? What?
Es funktioniert. Bringen wir es hinter uns. Hätte mich vielleicht mehr heilen sollen, ne? Gut. Gut. Wir müssen noch gegen Ulf kämpfen. Der klingt sehr motiviert mit seiner monotonen Stimme, auf jeden Fall. Aber er hat uns gerade das Sumpfkraut gegeben. Und da wir zu den Sektenspinnern gehören, nehmen wir das doch gerne an. Bis wir irgendwann Fortuno wieder treffen und unsere tägliche Ration zurückholen. Ich bitte euch, ne? Der Held braucht seine tägliche Ration, die er einfach jetzt schon nicht bekommt. So sieht man sich wie. Ich muss. Hast du was? So, wir brauchen den Stängelsumpfkraut. Aber er raucht nicht mit. Warum gibt er mir den eigentlich? Bringen wir es hinter uns. Ist nicht unlogisch? Alter, er macht dann gleich Crit oder was? Ich sehe das nicht von. Ach, okay. Ich sollte vielleicht auch einfach mal Perspektive ändern. Da ist eine Frage der Perspektive. Anna, Wachholder, ist klar. Alter Schlüssel, na, dann haben wir noch ein paar. Noch ein paar. Nein, nachdem man eine geraucht hat, oder einen, je nachdem. Wir reden hier von ganz normalen Zigaretten, ist klar. Da ist es gleich viel leichter. Dann ist man nämlich viel mehr im gechillten Modus und dann passt es. Immer Ansichtssache, ob das schwerer ist oder nicht. Ich kann es auch nochmal speichern. Theoretisch kann mir doch jetzt niemand mehr... Doch, mir kommt noch der andere Typ über... Nee. Dem anderen können wir ausweichen, wegen der Mod. Wir können dem anderen ausweichen. Außer er steht jetzt hier vorne irgendwo. Theoretisch, ich weiß nicht, ob sie das jetzt bedacht haben. Aber mit der Mod kann ich doch diesen Abkürzungsweg nehmen. Weil ich denke, man soll bestimmt gegen alle drei kämpfen. Nehme ich mal an. Und ohne die Mod müsste man halt echt außen rumlatschen. Oder man schwimmt eine Runde. Man kann auch eine Runde schwimmen. Da muss man auch nicht außen rumlatschen. Oder der wartet vor dem Tor, vor dem Klosterteil. Also theoretisch kann man auch ohne die Mod, da kann man doch einfach lang schwimmen. Auch. Und dann dort hoch, weil er steht ja da hinten. Ich würd mal kurz gucken. Ich schau mal, ob der da steht. Und wenn der da steht, fände ich es irgendwie... Also allein ist es 100 Punkte, die wir bekommen. Es wären 100 Punkte. Aber es wäre besser, wenn sie den irgendwo anders hinpacken würden. Also wenn er dann vor dem Kloster oder so auf uns wartet. Das wäre cooler, oder? Aber ich kontrolliere mal kurz. Vielleicht würde er da auch stehen. Das interessiert mich jetzt so. Das irgendwie so bedacht ist. Weil selbst, wie gesagt, auch ohne Mod könnte man doch hinschwimmen. Dum, 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 dum. Ah. 100 Erfahrungspunkte, wofür ich jetzt ganz viel gegrilltes Fleisch opfern werde. Doch schön. Was ist denn der? Ich muss doch... Nur ein Stückchen. Hier jetzt, so müsste der doch stehen. Theoretisch. Ah, oh, nee, sie haben ihn. Sie haben ihn umgepackt, oder? Der ist hier nicht. Sie haben ihn umgepackt. Okay. Ich wollte halt nur schauen. Also ich denke mal auch schon noch, dass der uns auch noch über den Weg laufen wird. Ich sehe jetzt niemanden in so einem... Der, mit dem haben wir ja nichts gemacht. Der hat uns ja einfach vorbeigelassen. Na, kurz zwischenspeichern, weil ich nicht weiß, wo er im schlimmsten Fall auftaucht.
Vielleicht bei der Brücke beim Kloster könnte er stehen, aber mit der Mod könnte ich trotzdem durch den Hintereingang ins Kloster rein. Da würde ich auch immer ins Kloster kommen, ohne Novize zu werden? Also auch schon in den ersten Kapiteln? Da steht er nur. Okay, wo ist der? Vielleicht wartet der auch direkt bei Pyroka auf uns. Das könnte natürlich auch sein. Weiß ich nicht. Aber ich bin irritiert. Na, mal gucken, was passiert. Oder er hat aufgegeben und ist zurückgegangen. Kann natürlich auch sein. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Oder Pietro macht jetzt irgendwas. Ich wurde ja bestochen. Der lässt sich gerne einen Schafswurst bezahlen. Ich gehe da jetzt rein. Nur ich habe den Runenstein. Das hätte er doch besser wissen müssen. Wird sich das jemals ändern? Dann weiß ich nicht. Dann weiß ich nicht. Ist er verloren gegangen? Oder er kommt noch. Es kann natürlich auch sein. Es kann auch noch sein. Eiskalt. Was ist denn hier heute los? Danke für den Raid. Mache aber auch gar nicht mehr so lange. Ich mache jetzt doch noch die Prüfung hier fertig, aber scheinbar. Ich mache auch gar nicht mehr so lange. Feuerpfeil-Gedöns-Sachen herstellen. Hey, du. Wo ist denn das Buch? Wir brauchen Kreis 1. So. Das ist der zweite. Ich wollte gerade sagen, da stand Feuerball. Ich brauche den ersten Kreis. Fehlt mir jetzt so? So. Für Feuerpfeil brauche ich Schwefel. Dem Anwender muss die Formel für den Zauber bekannt sein und er muss einen blanken Runenstein, den haben wir eingesammelt gerade eben, sowie eine Spruchrolle des jeweiligen Zaubers besitzen. Hab ich. Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann er am Runentisch zu Werk gehen. Hab ich Schwefel? Also wir haben die Spruchrolle, wir haben den Runenstein, ich brauche noch Schwefel. So aus. Jetzt weiß ich, wofür man so ein Bullshit immer einsammelt, Goldbrocken. Das habe ich früher nie verstanden. Wenn man wirklich richtig viel... Hier auch Kletterquarz und so. Ich habe aber keinen... Das war so gelblich, glaube ich. Kann ich das Zeug kaufen gehen? Ich habe keinen Schwefel. Deshalb wird das hier nicht klappen. Der eine hat aufgegeben, dass es nichts mehr für ihn ist. Ich weiß nicht. Der hat ja aber trotzdem mich so ein bisschen ausgelacht, ne? Das ist doch lange bekannt. Naja. Der meint ja von wegen ja hier viel Spaß bei diesem komischen Golem. Ich habe da keinen Bock drauf. Du wirst es eh nicht schaffen. Viel Spaß beim Sterben. Ich habe es mal kurz übersetzt, was der andere gesagt hat. Aber so ähnlich, ne? Ich schau mal kurz, ob ich bei ihm Schwefel kaufen kann. Ich brauche ein paar Dinge. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Dann können wir Feuerpfeil herstellen. Deshalb, ich habe von ihm ja auch diese Feuerpfeil-Dings bekommen. Meine Meinung kennst du ja schon. Man bekommt die ganzen Sachen. Also wo man jetzt Schwefel herbekommt, weiß ich nicht. Also auch ohne es zu kaufen, aber ich habe Schwefel. Das ist doch nichts Neues. So, stelle ich die jetzt her. Was genau macht er? Also, ich habe nur... Also scheinbar entweder ich nur die Zutaten für eine Sache oder ich kann es nicht auswählen. Das hätte ich dir vorhin sagen können. Mit so einer Zange. Ah, so hole ich auch immer die Brezeln aus dem Ofen wieder raus. So ähnlich. Ist jetzt geklappt? Nein. Ich habe die doch noch. Das hat gar nicht gefunzt. Es ist gar nichts passiert. Ich muss zu ihm, glaube ich, erst nochmal. Aber ich dachte, wenn ich das doch alles weiß und er hat gesagt, wenn du die Ressourcen hast, kannst du loslegen. Hey. Hat er.
Er hat. Okay. Lass uns das beibringen. Und dann. Lehre mich, die Rune Feuerpfeil zu erschaffen. Um eine Feuerpfeil-Rune zu erschaffen, musst du am Runentisch den Schwefel mit dem Runenstein verbinden. Ach, wirklich? Die Kraft der Spruchrolle des Feuerpfeils wird in die Rune einfließen und du besitzt ein Werkzeug Innos. Wenn du also alle Rohstoffe besitzt, gehe zum Runentisch und du kannst die Rune erschaffen. Okay, das heißt, jetzt geht's erst. Dum, 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 dum. Jetzt noch mal das fancy Licht. Rune Kreis 1 erschaffen. Und jetzt geht wahrscheinlich nur Feuerpfeil, weil nur das habe ich gelernt. Feuerpfeil. Fertig. Okay, kann ich mir jetzt sagen, ich habe es geschafft? Für extra Punkte oder so? Ich habe vorhin doch immer vergessen, den Bescheid zu geben. Hey, du! Nee. Dann habe ich jetzt alle drei Prüfungen. Und die eine kann man nur machen. Will ich nicht ärgern, weil ich den Hammer noch habe? Speichern. Muss ich den vorher zurücklegen, unauffällig? Das ist doch ich habe gespeichert. Cool. Ich guck mal. Ja, die wissen ja, dass ich den Hammer genommen habe. Ohne wäre es ja nicht gegangen. Aber ich darf ja auch nicht lügen, glaube ich. Ich schau mal, was passiert. Also, per se hätte ich den Hammer wieder zurückgelegt und so getan, als wäre alles tutti frutti. Fangen wir mit ihm an. Ich kann sagen, ich hörte, du hast die Prüfung des Feuers bestanden. Das ist, weil der andere das erzählt hatte. Ich hörte, du hast die Prüfung des Feuers bestanden. In aller Demut kann ich dir dies bestätigen. Jeder andere, der es versucht hat, ist dabei gestorben. Du solltest nicht versuchen, diese Prüfung abzulegen. Dein Geist ist schwach. Diene lieber dem Kloster und vielleicht wirst du in ein paar Jahren erwählt. Ich werde die Prüfung bestehen. Wenn es Innos Wille ist, wirst du das. Aber wenn nicht, dann wirst du versagen. Ich habe den Golem besiegt. Was? Du hast es tatsächlich geschafft? So. Aber ohne den Hammer von Innos hättest du den Golem nie vernichten können. Dennoch muss ich dir zugestehen, dass du die Aufgabe erfüllt hast, vor die ich dich gestellt habe. Und den Hammer nehme ich mal besser an mich. Okay, ich kriege keinen Ärger, dass ich den genommen habe. Was ist, wenn ich den schon weggelegt hätte? Hast du mir noch etwas zu sagen? Entferne dich. Du weißt, was du zu tun hast. Entferne dich. Nett. So. Ruka? Ich habe den Runenstein gefunden. Du hast es geschafft? Du bist den Zeichen gefolgt? Und hast die geheime Pforte entdeckt? Mhm. Und habe all diese Monster besiegt, die mich schon auf ihren Speiseplan gesetzt hatten. Und die anderen Novizen? Was ist mit Argon? Haben sie es nicht vor dir geschafft? Sie haben versagt. Es war ihnen wohl nicht bestimmt, die Prüfung zu bestehen. Nun, dann erklären wir, dass du diese Prüfung bestanden hast. Der Runenstein soll auch weiterhin dir gehören. Danke, es ist ja jetzt auch schon zu spät. Der Runenstein ist schon verarbeitet. Ja. Ich habe die Rune erschaffen. Gut gemacht, Novize. Du sollst diese, deine erste Rune, behalten. Wenn du den ersten Kreis des Feuers erreicht hast, wirst du ihre Kraft nutzen können. Diese Prüfung hast du zu meiner Zufriedenheit erfüllt. Gibt's was Neues? Zurzeit nicht. Geh und erledige deine Aufgaben. Du hast noch viel zu tun. Da wird sich dann irgendwann auch so anhören, ne? Also, ja, aber trotzdem. Dieses zurzeit nicht. Dann bin ich doch jetzt eigentlich durch. Ja. Werde ich jetzt in die Gilde der Magier aufgenommen? Du hast es geschafft. Du hast die Prüfung des Feuers bestanden. Wir waren uns sicher, dass du es schaffen würdest. Ebenso wie wir sicher sind, dass du weiterhin alles daran setzen wirst, ein würdiger Diener Innos zu werden. Würdig. Wenn du also bereit bist, den Schwur des Feuers zu leisten, wirst du als Magier in unseren Reihen empfangen.
dem Kreis des Feuers beitreten. Aufnahme bis Ende zweites Kapitel möglich. Das sind doch alles nur Gerüchte. Wartet. Wir haben nämlich, ich bin ja noch immer, dann, wenn ich jetzt hier reingehe, dann werden wahrscheinlich hier Aufnahme bei den Söldnern und Aufnahme bei der Miliz scheitern, nehme ich an, oder? Dann werden die jetzt endlich weggehen. Immer kurz speichern. Ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe. So, ich kontrolliere. Ich bin bereit, in den Kreis des Feuers zu treten. Gut. Dann schwöre den heiligen Eid des Feuers. Schwörst du vor dem allmächtigen Herrn Innos, seiner Diener und der heiligen Flamme, dass von nun an und auf ewig dein Leben mit dem Feuer verbunden ist, bis dein Körper und dein Geist Ruhe finden in seinen heiligen Hallen und das Feuer des Lebens erlischt? Ich schwöre es. Mit den Worten des Schwurs bist du den Bund mit dem Feuer eingegangen. Trage diese Robe als Zeichen des ewigen Bundes. Nun, da du in unsere Reihen aufgenommen wurdest, kannst du mit Lord Hagen, dem obersten Befehlshaber der Paladine, sprechen. Wir sind ebenfalls sehr interessiert daran, wie er die Situation beurteilt. Also steht es dir nun frei, nach Korinis zu gehen. Wir erwarten, dass du uns unverzüglich seine Antwort bringst. Den Wunsch kann ich auch später äußern. Ich hab noch... So, das ist jetzt... Wenn man nicht bei gescheitert drin, ne? Warum ist das jetzt bei gescheitert nicht drin? Also, es ist hier raus, die Aufnahme bei der Miliz und bei den Söldnern. Aber, was ich mich wundere, ist, da stand Aufnahme bis Ende zweites Kapitel, stand da doch. Aber ich muss doch irgendwie zu Lord Hagen kommen. Und erst jetzt komme ich zu Lord Hagen. Wie kann ich also dem Kreis des Feuers beitreten, bis Ende zweites Kapitel, wenn das zweite Kapitel so nicht starten kann? Das verstehe ich halt auch nicht. Deshalb habe ich jetzt auch vorher nochmal gespeichert, weil das stand da gerade. Im Grunde ist es nicht gescheitert. Ja, aber man kann ja nur einer Dings beitreten. Aber deshalb habe ich nochmal gespeichert. Also, wie gesagt, deshalb habe ich sie aber gespeichert gehabt, weil dieses, was in Klammern stand, hat mich gerade sehr irritiert. Weil ich komme ja sonst nicht zu Lord Hagen. Also, warum steht da in Klammern dieser Text? Ist es ein Fehler? Ist es von der Mod? Ich weiß nicht, ob es im normalen Spiel auch so ist und das dastehen würde. Das ist halt die Sache. Das irritiert mich. Also wir haben jetzt so ein Kleidchen. Dir wäre das nicht aufgefallen im normalen Spiel. Ich will nochmal ganz kurz... Ich habe es ja gespeichert, ich will es nochmal kurz laden. Das ist ja quasi nur dieses Willst du aufgenommen werden. Also es ist wirklich sehr kurios. Ich finde das sehr, sehr, sehr kurios. Dass man, als ob man jetzt mehrere Sachen machen könnte. Aufnahme bis Ende zweites Kapitel möglich. Kann ja schlecht bei den Söldnern und bei denen sein. Aber wie soll ich mit der Info zu Lord Hagen kommen? Überleg gerade, ob man irgendwas doppelt machen kann. Mir ist schon klar, dass man halt, dass man alle Nebenquests machen kann, die es da vielleicht gibt, und die Pünktchen zu sammeln und so. Da haben wir ja die Sachen ja auch gemacht gehabt. Aber dieser Text ist richtig irreführend. Richtig irreführend. Ich mache ja nochmal, ich mache mal große Saves und trete den jetzt natürlich erstmal bei, damit wir irgendwann weitermachen können. Aber ich finde es doch äußerst merkwürdig. Dann kann ich nämlich gucken, was im normalen Game drin steht. Ob da auch diese Sprachoption ist. Ich würde es einmal austesten. Ach, was soll's drauf, ne? Was soll's? Dann höre ich nach dem Test auf zu streamen. Das kann ich aber kontrollieren. Ich muss nur sagen, yo, Ona, was geht, Diggi?
Ich bin, ja, mir fehlt nur eine. Nee, zu die muss ich nur sagen. Ich habe mit Ona gesprochen. So weit bin ich ja schon, aber ich hätte gerne eine Fackel, die ich wie immer nicht in meinem Dings hier finde. Dass man könnte sein, dass man dem Feuermarker und Miliz gleichzeitig beitreten könnte. Genau, das habe ich auch gesagt. Kann auch sein, ne? Können wir auch ausprobieren. Ich bin doch schon Bürger der Stadt. Könnten wir auch ausprobieren. Sicher. Wo ist Lee? Ach, der chillt hier. Wo war das gewesen? Ich kann das nicht glauben. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Du bist ins Kloster gegangen? Ich hatte mit allem gerechnet, nur nicht damit. Tja, was? Seltener kannst du nun nicht mehr werden. Aber wer weiß, vielleicht kannst du das eine oder andere Mal etwas für mich tun oder ich für dich. Wir werden sehen. Ich wünsche dir jedenfalls alles Gute. Aber lass dir ja nicht einfallen, mich zu verschaukeln, klar? Ich doch nicht. Ich doch niemals. Okay. Es ist nicht raus. Eigentlich müsste doch mit dem Text von Lee die Aufnahme mit den Söldnern jetzt schon raus aus meinem Questlog gehen. Erstmal rein logisch betrachtet, ne? Finde ich. Es ist nicht bedacht worden. Bin enttäuscht. Ich bin maßlos enttäuscht. Hoffe ich. Dann latsche ich jetzt noch zu der Miliz. Ich habe ja nichts zu tun. So, ich bin da. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. André müsste doch reichen, oder? Ich hab nicht. Wie muss ich da Bescheid sagen? Da stand doch, ich muss nur Bürger der Stadt sein. Das steht doch hier. Um bei der Stadtwache aufgenommen zu werden, muss ich erst Bürger der Stadt werden. Ich bin doch Bürger der Stadt, weil ich habe eine Ausbildung. Habe ich die nicht angenommen? Das habe ich doch angenommen, sonst hätte ich dieses Outfit 10 Jahre nicht getragen. Ich gehe jetzt nach oben ins obere Viertel. Vielleicht muss man da sagen, jo, ich will Miliz sein. Ich weiß es nicht, ich habe es doch nicht gemacht. Ich latsche erstmal ins obere Viertel. Vielleicht klappt das ja. Oh, mein Magen knurrt so doll, ne? Hey, ich hatte heute 1,5 Brezeln. Was esse ich denn heute? War es nicht gewohnt, so lang zu streamen, ne? Denkt die ganze Zeit echt an Essen. Schon. Mal gucken. Vielleicht stelle ich mich noch hin und koche was. So, darf ich rein? Halt! Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Bin ich doch. So, ich bitte. Bin ein angesehener Bürger von Korinnes. Lass mich durch. Was immer die Meister von Korinnes bewogen hat, dich als Lehrling aufzunehmen, ich will es gar nicht wissen. Du kannst reingehen. Aber benimm dich bloß, sonst bekommst du den Ärger deines Lebens. Danke, ich benehme mich doch immer. Ich probiere straight da hinzugehen. Ich habe hier doch noch nichts gemacht, wie ihr gerade seht. Oh Gott, Lothar, weg. Geh weg. Ah, da muss ich ihm Bescheid sagen, dass ich Miliz werden möchte. Ah, du schon wieder. Du hast es also tatsächlich geschafft, ins obere Viertel zu kommen. Es gibt einige Dinge, die du hier beachten musst. Sonst bist du so schnell wieder draußen, wie du hier reingekommen bist. Ach nee. Es ist dir nur erlaubt, die Häuser der Händler zu betreten. Du erkennst sie an den Schildern über der Tür, nur damit keine Missverständnisse entstehen. Welche Schilder, ne? Die anderen Häuser gehören angesehenen Bürgern. Dort hast du nichts zu suchen. Auch wenn du jetzt ein Angehöriger des Ordens Innos bist. In diesem Viertel leben die angesehensten Bürger dieser Stadt. Also behandle sie mit Respekt. Haben wir uns verstanden? Klar. Auch wenn ich jetzt ein Anhänger des Ordens Innos bin. Ich werde als Dings erkannt. Ich werde erkannt. Also ich bin Novize, aber ich könnte hier auch nicht mehr. Geh da jetzt rein. Jetzt. Geh da rein, mal gucken. Halt! Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. Ich muss mit Lord Hagen sprechen. Weißt du, wie oft ich das schon gehört habe? Du kannst nicht rein. Wenn du es trotzdem versuchen solltest, muss ich dich töten.
Ich glaube, das ist ein Fehler. Also, ja. Komm hier nicht rein. Also ich denke jetzt mal, dass es ein Fehler ist. Würde ich jetzt einfach mal so hinnehmen. Und dass dieses Kapitel 2 irgendwie irreführend ist, weil ich kann Kapitel 2 ohne Lord Hagen nicht starten. Soll das gehen? Weiß ich nicht. Finde ich noch vielleicht irgendwann heraus. Ich nehme es jetzt natürlich einfach an. Ne? Ich bin bereit, in den Kreis des Feuers zu treten. Gut. Dann schwöre den heiligen Eid des Feuers. Schwörst du vor dem allmächtigen Herrn Innos, seiner Diener und der heiligen Flamme, dass von nun an und auf ewig dein Leben mit dem Feuer verbunden ist? Nee. Bis dein Körper und dein Geist Ruhe finden in seinen heiligen Hallen und das Feuer des Lebens erlischt? Ich schwöre es. Mit den Worten des Schwurs bist du den Bund mit dem Feuer eingegangen. Trage diese Robe als Zeichen des ewigen Bundes. Nun, da du in unsere Reihen aufgenommen wurdest, kannst du mit Lord Hagen, dem obersten Befehlshaber der Paladine, sprechen. Wir sind ebenfalls sehr interessiert daran, wie er die Situation beurteilt. Also steht es dir nun frei, nach Korinis zu gehen. Wir erwarten, dass du uns unverzüglich seine Antwort bringst. Was ich aber nicht verstehe, ist, es steht dir frei, nach Korinis zu gehen. Ich wollte doch die ganze Zeit dahin gehen. Ich würde hier noch meinen Wunsch äußern. Ich möchte einen Wunsch äußern. Jedem Magier steht nach seiner Aufnahme das Recht der ersten Tat zu. Also, was soll deine erste Tat als Magier sein? Oh Gott, Es ist doch, aber Babo kann doch jetzt schon in den Klostergarten arbeiten. Der andere Typ ist doch tot. Ich habe jetzt Darian, Opolos und Babo. Babo dachte ich, dass er in den Klostergarten gehen kann, weil der andere Typ ist ja tot. Was ist das? Darian, der steht da die ganze Zeit rum. Opolos. Ich bin gerade auch etwas verwirrt bei meinem ersten Durchgang. Der zweite. Bei meinem ersten Durchgang waren alle drei, diese Novizen, die diese Prüfung gemacht haben, mit mir zusammen. Die haben die Prüfung nie gemacht, auch wenn ich nicht ins Kloster gehe. Das wäre irgendwie... Sonst hätte ich jetzt irgendwie so einen Hinweis. Wisst ihr, was ich meine? Opolos? Aber warum Opolos? Ich wette, ihr schreibt mir das Beschissenste in den Chat rein, was es gibt. Babo hat eigentlich doch noch eine Aufgabe, aber ich weiß nicht, ob man die nur bekommt, wenn man nicht im Kloster ist. Für Opolos habe ich schon ein paar Sachen gemacht gehabt. Dem habe ich ja schon dieses Rezept gegeben. Ich nehme Darian. Der Novize Durian soll im Kloster bleiben. So soll es geschehen. Dem Novizen wird erlaubt, im Kloster zu bleiben. Er wird die frei gewordene Stelle des Gärtners besetzen. Okay. Okay. Bei Babu weiß ich nicht. Es ist ja echt schwierig, ne? Es ist echt schwierig. Bei Babu habe ich Sachen gegeben. Also ich habe so getan, als hätte er zweimal zu essen bekommen und so. Das war vom Game so. Da habe ich nichts dran geändert. Dem anderen habe ich das Rezept gegeben gehabt. Aber nur Darian habe ich, oder Dyriam, weiß ich nicht, Dyrian, dem habe ich nichts gegeben für die Schlafspruchrolle. Deshalb finde ich jetzt so ganz okay. Ja, kommt. Und jetzt kann ich ihm die frohe Botschaft sagen. Das ist doch alles nur Gerede. Es ist dunkel, aber da, es ging ja schnell. Danke, du hast mich gerettet. Oh, verzeih mir, Meister. Ich wollte nicht aufdringlich erscheinen. Ich danke dir dafür, dass ich im Kloster bleiben darf. Mein Leben wird sich von nun an ändern. Wer erzählt denn sowas? Kann ich den anderen dann sagen, sorry? Genau das habe ich auch gesagt. Wie geht's? Ich erfülle die mir gestellten Aufgaben getreu meiner Pflicht, Meister.
Innos stellt mich jeden Tag vor neue Herausforderungen. Ich werde weiter an mir arbeiten. Warum sind die denn auf einmal so... Werde ich jetzt hier mal mit Meister angesprochen? Okay, die sind auch nicht sauer. Die dürfen ja auch nicht sauer sein. Wenn ich Meister bin, gibt es bestimmt Stress, ne? Gibt bestimmt Stress.